Ein Monat, genau genommen, der April ist wieder vorbei. Und das nehme ich natürlich zum Anlass, um euch zu zeigen, was sich schon wieder so in meiner Sammlung verirrt hat. Es sind 2, 4, 6, 7 Spiele geworden. Sonst nichts Großartiges, außer ein paar Figürchen, aber die zeige ich ja meistens so in separaten Videos. Kann ich dann hier vielleicht auch nochmal erwähnen, weil nicht jeder die Unboxings guckt. Aber wie auch immer, alles das kommt nach dem Video, das vor dem eigentlichen Video kommt, dem Intro. Einen wunderschönen guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend oder einfach moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Sammlungsvideo. Ich zeige euch kurz und knapp, was ich mir so angeschafft habe nee, Mai haben wir jetzt, im April. Und das sind 6 Spiele für, lass mich lügen, 1, 2, 3, 4, für 5 verschiedene Plattformen. Das ist bei 6 Spielen schon sehr interessant. Ich habe unter anderem, damit beginne ich mal, bei Mediamarkt zugeschlagen. Mediamarkt hatte eine 2 für 4 Aktion oder irgendwie so. Man konnte 4 Spiele kaufen und musste nur 2 bezahlen. Das war natürlich wieder dieses, die 2 günstigsten muss man nicht bezahlen. Da hätte man theoretisch wahrscheinlich zuschlagen können bei den aktuelleren Titeln, aber von den aktuelleren habe ich entweder alles oder es interessiert mich nicht, beziehungsweise ich hatte nicht so das extreme Budget. Dementsprechend habe ich jetzt, lass mich lügen, 15, 27 Euro bezahlt für 4 Spiele. Und wir fangen mal an mit Metro. Jetzt habe ich hier so viel beleuchtet, dass ich nicht mehr weiß, wie ich es hinhalten muss. Metro Last Light Redux für die Xbox One. Ja, was es da zu Reduxen gab, das Redux ist ja quasi die HD-Variante. Das haben sie für die aktuellen Konsolengenerationen halt nochmal aufgehübscht und überarbeitet. Und irgendwie, ich glaube, auch so vom Interface her ein bisschen simplifiziert. Ist auf jeden Fall ein grandioser Horror-Shooter. Kann ich anders sagen. Und da ich für die Xbox One sowieso sehr wenig Titel habe, habe ich mir das einfach mal dazu gegönnt. Dann habe ich ein Spiel, wo ich zumindest schon zwei Spiele zwei der Shooter-Ableger aus dieser Reihe gespielt habe. Nie beendet, weil sie sehr, sehr lang sind. Das Spiel an sich ist so ein Diablo als Shooter quasi und somit wissen viele schon, worum es geht, nämlich Borderlands. Und ich habe mir Tales of the Borderlands geholt. Ist auch noch eingepackt. Ihr seht, kostet regulär 10 Euro. In diesem Fall für mich quasi umsonst, weil ich ja nur die zwei teuersten Spiele, die gleich kommen, bezahlen musste. Ist ein Telltale-Spiel. Und ja, ich bin gespannt. Ich meine, der Telltale-Stil passt ja schon mal sehr gut zu dem Borderlands-Stil, weil Borderlands-Stil selber ja auch nur so Cel-Shading-Optik hat. Habe ich, wie gesagt, noch nicht reingeguckt. Von 2K auch noch, ja, logischerweise Gearbox. Die haben ja die Rechte abgeben müssen. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Das habe ich halt quasi, weil das ein Spiel ist, das würde ich so sonst nicht kaufen. Und dadurch, dass ich es jetzt nicht bezahlt habe, konnte man es mal mit reinpacken. Ein Spiel, das ich schon immer mal kaufen wollte, aus bestimmten Aspekten, die für mich recht typisch sind, ist Lollipop Chainsaw für die Xbox 360. Das ist natürlich ein Hack and Slay, ein ziemlich abgedrehtes Hack and Slay. Und vor allen Dingen halt mit einer leicht bekleideten blonden Schönheit. Und bei sowas werde ich natürlich sofort auf den Plan rufen. Noch cooler wäre natürlich, wenn es einen Charaktereditor hätte und man selber entscheiden könnte, wie man spielt und mit welcher Figur man spielt. Wie zum Beispiel bei, wie heißt denn dieses Spiel für die Xbox One? Mir fällt der Titel nicht ein. Werde ich wahrscheinlich einblenden, wenn er mir wie üblich beim Schneiden einfällt, aber abgedrehtes Hack and Slay mit einer blonden Schönheit, viel Zombie-Gemetzel, viele verschiedene Waffen, soweit ich weiß. Kenne ich bisher nur Gameplay aus Videos von, hat mich aber immer mal interessiert. Dementsprechend habe ich das für, was hat es gekostet, 13 Euro in die Sammlung einverleibt. Und das letzte Spiel im Bunde hätte ich mir ohne dieses Sonderangebot, also erstmal war es schon reduziert und natürlich durch dieses 2 für 4, nein 4 für 2 Bundle, noch viel günstiger ist Star Fox Zero. Ich habe mir tatsächlich noch ein Wii U Spiel gekauft. Ich verbinde mit Star Fox jetzt nicht so fürchterlich viel und ich war noch nie dieser Fan von dreidimensional durch die Gegend fliegen und Dinge abknallen. Ich meine, das ist jetzt, ich erinnere mich, wenn ich an sowas denke, denke ich an einen Titel, der mir jetzt auch nicht einfällt. Jedenfalls war das schon runtergesetzt auf 15 Euro. Dementsprechend dachte ich, auch weil Wii U Exklusivtitel, kann man da mal zuschlagen. Habe ich noch nicht reingeguckt, wie ich in einem anderen Video erwähnt habe, das von dem ich nicht weiß, wann ich es mal zu sehen kriege. Deswegen erwähne ich es hier nochmal. Wenn ihr Bock habt, dass ich mir das erste Mal angucke, vielleicht live vor der Kamera,
mit euch oder für euch, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare hauen. Aktuell ist es noch eingeschweißt, weil es bei mir tatsächlich so ist, wenn ich mir Spiele kaufe, also bei vielen Spielen ist es so, dass ich, wenn ich sie mir so kaufe, und das war so ein bisschen unplanmäßig, dass sie erstmal eingeschweißt auf einem extra separaten Stapel wandern, damit ich auch am Ende des Monats noch weiß, was ich in dem Monat gekauft habe. So, das waren schon mal vier Systeme, alle aus dem Mediamarkt, aus dem 4 für 2 Paket. Wie gesagt, 27 Euro, beziehungsweise ja, 15, 28 Euro, einmal 12,99 und einmal 15 Euro, die ich bezahlen musste. Die beiden 10-Euro-Titel waren dadurch kostenlos. Dann habe ich mir zwei Spiele auf eBay ersteigert. Das eine Spiel hat mich schon immer interessiert, ist auch ein Hack'n'Slay, ist eines der ersten der PlayStation 2 Generation, und zwar Heavenly Sword. Ich glaube Sword. Ich will immer Sword sagen, aber es heißt Heavenly Sword. Ist ein, ja, Action-Adventure oder Action-RPG, ich weiß es gar nicht. Ja, ein Action-Adventure von Ninja Theory, die haben auch, weiß ich gar nicht, haben die nicht auch diese ganzen Ninja Gaiden-Dinger gemacht? Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Muss ich aber, wie gesagt, noch reingucken, was mich das gekostet hat, weiß ich aktuell nicht. Also ich glaube kein 10, nicht mal 10 Euro. Der Zustand ist vollkommen in Ordnung. Booklet ist drin, die CD ist drin, habe ich mir noch gar nicht angeguckt, wenn ich zugeben muss. Bis auf Staubkörnchen gibt es da nichts zu meckern. Muss ich auf jeden Fall mal reingucken. Bin ich noch gespannt. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich ein Spiel kaufe, wo ich nicht sofort reingucke. Und ein Spiel, das ich mir erstmal, weil ich das damals, ich habe schon reingehalten, ne? Ich habe es damals, die Reihe habe ich gestartet zu spielen, tatsächlich auf der PlayStation 1. Dort hieß es noch anders, nämlich Soul Blade. Und damit wissen die Fans vielleicht oder die Leute der älteren Generation schon, worum es geht, nämlich Soul Calibur. Und zwar in diesem Fall die Nummer 4 für die PlayStation 3. Es gibt inzwischen Teil 5, glaube ich. Für die Next Gen gibt es meines Wissens nach noch keinen Teil. Ist halt einfach ein solides Beat 'em Up, ein Brawler. Ein Beat 'em Up ist es, ein Prügelspiel. Weswegen ich aber gerade Soul Calibur gekauft habe, ist, weil das ein Charaktereditor hat. Und ich bin momentan total angefixt, was Charaktereditoren angeht. Möchte mir gerne meine eigenen Charaktere erstellen. Vorwiegend natürlich weibliche, wenn man mich kennt. Naja, deswegen ist das mit in die Wanderung gesammelt, nein, in die Sammlung gewandert. Habe ich später noch nicht reingeguckt, das ist jetzt auch nichts, das ist sowieso nur ein Spiel so für zwischendurch, wo ich wahrscheinlich mehr Zeit im Charaktereditor verbringen werde als im eigentlichen Spielsystem. So, das letzte im Bunde ist auch noch eingeschweißt und hat mich, muss ich lügen, 17 Euro gekostet. Ist eine Reihe, wo sehr viele drüber sprechen und ich das jetzt nicht so lang machen will. Persona, in diesem Fall Persona 4 Arena Ultimax. Ich habe jetzt letztens bei Auf ein Bier feststellen müssen, im Podcast, als die über Persona 5 sprechen, dass es ja tatsächlich eine Rollenspielreihe ist. Hier steht allerdings riesiger Story-Modus. Atlus und Arc-System schließen sich mir mal zusammen. Ich war der Meinung, es wäre ein Beat'em Up, also ein Prügelspiel, was dieses ein bis zwei Spiele auch besagen würde. Aber Persona an sich ist ja angeblich eine Rollenspielreihe. Nun weiß ich tatsächlich gar nicht, was ich jetzt hier gekauft habe. Habe ich hier jetzt ein Prügelspiel gekauft oder habe ich hier ein Rollenspiel gekauft? Das werde ich spätestens beim Videoschnitt feststellen, wenn ich das Gameplay raussuche, weil es noch eingeschweißt ist. Und das habe ich quasi auch nicht bezahlt, weil ich einen Amazon-Gutschein erhalten habe. So, dadurch habe ich einmal mir dieses Spiel gegönnt. Ich habe mir, kann ich einfach mal zeigen. Hoppala. Ich habe mir hier solche Klemmen besorgt. Da wird sich der eine oder andere jetzt vielleicht fragen, wofür das ist. Die Leute, die gesehen haben, die das Video, das Making-of von mir geguckt haben, wie ich mein Greenscreen befestige, wissen, dass ich das jetzt immer mit, wie heißen die? Hier mit. Wie heißen die? Mit Heftzwecken muss ich das bisher befestigen. Und jetzt will ich das halt damit im Regal festklammern. Dann muss ich das Regal nicht immer löchern. Damit wird mein Greenscreen befestigt. Und unspektakulär, aber auch von einem Gutschein gekauft, ist ein kleiner Klinkenstecker von 5, irgendwas auf 3, schieß mich tot. Und das andere seht ihr jetzt nicht wirklich, kann ich euch nicht in die Kamera halten, aber vielleicht merkt ihr, dass ich ziemlich krass beleuchtet bin. Das liegt daran, dass ich mir eine zweite Softbox geholt habe. Kann ich vielleicht ein Bild von machen. Ist jetzt nicht so spannend, aber dadurch werde ich jetzt von zwei Softboxen beleuchtet. Das Licht gefällt mir auch noch nicht so richtig, so jedenfalls in der Vorschau noch nicht. Mal sehen, was in der Videobearbeitung dabei rauskommt. Muss ich noch vielleicht dran arbeiten.
Aber auf jeden Fall bin ich jetzt hell erleuchtet. Habe die Leute, die mich hier sonst an der Seite wo ich das Kabel angegrinst habe, die hängt jetzt quasi hier über mir, damit das Regal so ein bisschen beleuchtet ist. Ich bin gespannt, wie das Endergebnis ist. Jedenfalls ist das meine Ausbeute des Monats Mai. Und ja, ihr dürft mir wie üblich dazu in die Kommentare kloppen, was ihr davon haltet. Ja, wie gesagt, zu erwähnen wäre vielleicht noch, ich weiß nicht, sieht man die beide? Die Figur habt ihr vielleicht im Unboxing gesehen, Cotobukiya Art FX-Figur von Superman. Und von Spider-Man habe ich eine hier oben. Die seht ihr aber nicht. Deswegen hole ich sie nochmal kurz her. Zu beiden Figuren gibt es ein Unboxing, deswegen erwähne ich die jetzt nicht noch großartig. Ja, und das war es dann so auch mit meiner Ausbeute aus dem Mai. Nein, Mai haben wir jetzt, das aus dem April 2017. Ich habe auch noch wieder zwei. Es sind auch noch wieder zwei Figuren aus der DC Superhero Collection in meine Sammlung gewandert. Und zwar haben wir da Deathstroke und Green Arrow. Ich war schon kurz davor, mein Abo zu kündigen bei denen. Aber nach Deathstroke und Green Arrow erwarten mich jetzt noch Poison Ivy, Ra's al Ghul, gut, nicht so spannend. Aber Batgirl und Robin, die warte ich auf jeden Fall noch ab. Also Batgirl vor allem. Und dann gucke ich mal, ob ich mit der Sammlung aufhöre. Wenn dazu noch ein Unboxing gewünscht wird, weil eigentlich sind die Aufrufe echt minimal und das. Ich weiß, das interessieren ein, zwei Leute, aber ich frage trotzdem immer wieder, wenn ich die jetzt speziell nochmal auspacken soll oder vielleicht reicht es auch einfach, dass ich sie hier gezeigt habe, wie dem auch sei. Genug Lärm gemacht. Ich bedanke mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich fürs Zusehen oder Zuhören. Eure Meinung, eure Videowünsche, eure was auch immer, hier unter das Video in die Videokommentare und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video.